Gut, dann beginnen wir mit unserem heutigen Webinar der Abluftbehandlung. Vorzutragen ist Tobias Lankau, unser Fachingenieur Abteilung Abluftbehandlung. Tobias, noch mal ein paar kurze Sätze zu dir. Wie lange bist du schon dabei? Moin, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Unitechnics, sitze in der Engineering-Abteilung, überwiegend in Schwerin. Und neben der Abluftbehandlung bin ich auch beim Thema Dosierung mit dabei. Also wir planen auch Dosieranlagen und neben den Abluftanlagen auch noch die Sulfidbilanzen und so weiter. Aber Kernkompetenz so, zu meiner Anlagenbau. Thematik. Fachingenieur für Anlagenbau. Okay. Genau. Gut. Dann starten wir mal. Mein Name ist Daniel Jering. Bin im Außendienst tätig in Norddeutschland. Vielleicht kennt der ein oder andere mich, der das Video jetzt nachher sieht. Gut, dann beginnen wir mal. Tobias, starte. Wir machen diese Webinare jetzt schon seit, ich gucke mal aufs Datum, 3, 4 Wochen. Ich glaube, das ist die 4. Woche jetzt mittlerweile. Nimm die Webinare dann auch parallel auf YouTube auf oder nimm auf, stellen sie auf YouTube rein, sodass man die auch sich im Nachgang nochmal anschauen kann. Machen das Ganze über unsere Website. Machen das Ganze über unsere oder über die Plattform Zoom. Und ich sag mal, jetzt, wo da ein paar Hindernisse in den Weg gelegt worden sind durch die strengeren Datenschutzrichtlinien oder Grundlagen, haben wir weniger Zuhörer direkt als Webinar gewonnen, aber bei YouTube haben wir doch weiterhin zahlreiche Aufrufe. Gut, heute ist das Thema Abluftbehandlung dran, morgen unter anderem Indirekteinleiter, danach Inspektionsboot und danach wieder Geruch und Korrosion. Gut, starten wir mal mit der Abluftbehandlung, Tobias. Du hattest ja auch letzte Woche, glaube ich, schon Geruch und Korrosion gemacht, oder? Dosierung, meine ich. Genau, einmal bei Sulfidos war ich dabei und beim Thema Dosierung. Das wird auch nochmal kommen die nächsten Tage. Das war super. Gut. Kurz was zur Unitechnics erzählt. Soll ich das mal machen, Tobias? Ja, ne? Okay, Unitechnics, also wir sind eigentlich mal ein klassisches Ingenieurbüro gewesen in den 90ern. Also das bedeutet, unsere Gesellschaft, der Bonner, hat einfach Planungsingenieure, Haus- und Hochplaner für Kommunen, haben Entwässerungspläne geplant und ähnliches. Und aus diesen Planungen sind dann mehr oder weniger, ich sag mal, Betriebsprobleme entstanden. Und da haben die Betreiber uns gefragt, ja, wie kann man denn die Betriebsprobleme lösen? Und daraufhin haben wir dann auch unsere Produktabteilung dann gegründet, Unitechnics Products seit 2000, wo man sich dann unter anderem mit Geruchsverschlüssen und ähnliches beschäftigt hat und praktisch Lösungen gefunden hat, gerade für diese Betriebsbeeinträchtigung im Entwässerungssystem. Der ursprüngliche Gedanke war damals mal, wie kann ich eigentlich Geruch und Korrosion berechnen? Das hatten wir auch damals mal berechnet, auch gerade in dass man das bereits in der Planung mit berücksichtigt. Aber das war damals gar nicht so gefragt. Also wir sind halt ein Ingenieurbüro, was aus den neuen Bundesländern kommt, aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber damals hat man einfach nur was ganz, ganz schnell erschließen wollen und hat eigentlich noch gar nicht bei der Planung darauf geachtet, wie ich die Entwässerungssysteme dann zu betreiben habe. Und dann wurde man häufig mit Geruch und Korrosion nachher konfrontiert. Also es ist aber mehr oder weniger so eine Erscheinung aus den 2000ern oder Ende der 90er gewesen. Und man hat dann in diesem bestehenden System einfach nur daran oder danach geschaut, wie kann ich diese optimieren. Und so sind wir eigentlich gewachsen. Ne? Also wir sind eigentlich Experte hinsichtlich Betriebsoptimierung im Entwässerungssystem. Und hier sehen Sie mal einige Teilbereiche, die wir praktisch anbieten. Und neben den ganz normalen Planungsleistungen sind verfahrenstechnische und sonstige Beratung. Da beschäftigen wir uns detailliert mit der verfahrenstechnischen Beratung im Entwässerungssystem. Oder webbasiertes Indirekteinleiterkataster. Das bedeutet, wie kann ich Indirekteinleiter möglichst einfach und schnell erfassen und dann aber auch in regelmäßigen Zyklen überwachen? Also wie kriege ich ein Hilfsmittel an die Hand, dass ich meine Indirekteinleiter möglichst einfach überwachen kann? Das ist eigentlich so die Kernaussage. Und das geht dann hinunter hier nochmal in die Rattenkugel bis hin zur Rattenbekämpfung, Produkte und Strategien gegen die Ratten. Soweit dazu und dann können wir einfach mal weitermachen, Tobias. So sind wir im Außendienst aufgestellt. Ich bin hier praktisch in Norddeutschland, Nordostdeutschland, bis hin nach Süddeutschland. Der Kollege Herr Jürg ist auch mit dabei jetzt hier beim Webinar. Gut, machen wir weiter.
Tobi, und So, jetzt hier würde ich sind wir dann mal. nochmal beim Thema Grundlage hoch und Kohäsion. Nochmal ganz kurz, wie das Ganze in der Regel auch zustande kommt, was auch unsere Kernkompetenz ist. Und zwar, wenn wir über Grochenkorrosion sprechen, und René, wenn wir über Grochenkorrosion sprechen, reden wir in der Regel von einer Schwefelwasserstoffemission. Diese kommt so zustande, dass wir haben hier einmal links ein Pumpwerk, daneben eine Druckrohrleitung, dann den Übergabeschacht und einen Freigefällekanal. Das heißt, wir pumpen das Abwasser in die Druckrohrleitung rein. Darin haben wir dann verschiedene biochemische Prozesse, die dort stattfinden. Und dann werden im Zuge einer Sauerstoffzehrung Sulfide gebildet. Ja, soweit wir ein anaerobes Milieu haben in dieser Druckrohrleitung, ist es oftmals nach 15 bis 30 Minuten in der Regel schon der Fall, setzt eine Sulfatatmung ein, sprich die Sulfate werden von den Mikroorganismen umgewandelt in Sulfide. Und diese Sulfide können dann in Form von Schwefelwasserstoff hier in diesen Druckübergabeschacht und in der folgenden Haltung ausgasen. Das Ganze haben wir hier nochmal dargestellt, warum Sulfid jetzt mit Schwefelwasserstoff zu tun hat. Und zwar ist Sulfid eigentlich nur der, sag ich mal, Oberbegriff für diese drei Dissoziationsstufen. Einmal die ionisierte Form, das ist dann einmal das Sulfidion an sich. Ne? Das ist sehr pH-wertabhängig, auch temperaturabhängig zu einem gewissen Grad. Wir haben das Hydrogensulfid-Ion, ne, das sind beides die ionisierten Formen, und wir haben dann noch die gelöste Form, und das ist das H2S. Und dieses H2S kann hier in diesen, sag ich mal, recht geringen, ab pH-Wert neutral bis sauer, gast dieses H2S aus. Ne? Und im Abwasser liegen wir üblicherweise so zwischen 7 und pH 7 und 8 und haben dann dort, ja, manchmal so zwischen 10 und 50%. Was als Sulfid vorliegt, kann dann ausgasen. Ne? Dieses Gleichgewicht stellt sich immer wieder ein. Das heißt, es gast nicht alles auf einmal aus, sondern nach und nach, je nach pH-Wert. Und dieser Schwefelwasserstoff kann dann in beiden oder wird dann in weiteren Prozessen in Schwefelsäure umgewandelt und kann so dann die Bauwerksmaterialien wie Beton oder Asbestzement und so weiter angreifen und so korrodieren lassen. Da sprechen wir dann von biogener Schwefelsäurekorrosion. So, um diese H2S-Bildung ja, zu eliminieren oder zu reduzieren oder zu verhindern, gibt es verschiedene Maßnahmen. Hier sind nochmal die wichtigsten Parameter. Also Schwefelwasserstoff kann man ab etwa 0,1 ppm wahrnehmen. Das ist dann dieser Geruch nach faulen Eiern. Es gibt Arbeitssicherheitsgrenzwerte von 5 ppm, was dann auch nachher für den Betrieb wichtig ist oder auch fürs Betriebspersonal, auch hinsichtlich Arbeitsschutz. Und von biogener Korrosion sprechen wir von ab 0,5 ppm im Mittel. Also ab 0,5 ppm H2S im Mittel können wir mit biogener Schwefelsäurekorrosion rechnen. So, jetzt gibt es verschiedene Maßnahmen gegen diese Schwefelwasserstoff. Emissionen. Da haben wir verschiedene Dosiermittel. Wir hatten letzte Woche schon ein Webinar zum Thema Fellmitteldosierstation. Das wird auch nochmal kommen. Oder zur Fellmitteldosierung oder auch zur Abwasserfrischhaltung mit Nitraten. Es gibt Desinfektionsmittel, Druckluftspülung, Linienbelüftung. Man kann auch verschiedene bauliche Maßnahmen einsetzen. Druckrohrleitung verlängern, sprich den Einbindepunkt so verschieben, dass man das H2S an einer anderen Stelle ausgasen lassen kann, gezielt. Oder es gibt auch verschiedene Schachtfilterlösungen, auch in Kombination mit Korrosionsschutzmaßnahmen, wie Auskleidung oder ähnlichen. Und es gibt die Abluftbehandlung, und das ist unser heutiges Thema. So, da gibt es jetzt verschiedene Verfahren zum Thema Abluftbehandlung. Wir hatten dieses Webinar jetzt speziell für Pumpwerke oder auch für Rechengebäude angelegt. Und ja, wie es in unserer Kernkompetenz ist, auch auf den Stoff Schwefelwasserstoff spezialisiert. Da gibt es hier nach DWA M154-1. Das ist ein relativ neues Arbeitsblatt, was Ende letzten Jahres erschienen ist. Einmal so eine Tabelle zusammenfassend dargestellt, welche Verfahren gibt es und wofür werden diese ja, in der Regel eingesetzt oder wofür sind die geeignet, auch hinsichtlich ihrer Belastung. Und da haben wir einmal eine Filtration mit aktiven oder reaktiven Trägern.
Wir haben Biofilter, wir haben Wäscher, wir haben Ozonierung. Und ja, das sind jetzt so, sagen wir mal, die geeigneten oder die Maßnahmen, die eingesetzt werden. Und auf diese wollen wir uns dann heute konzentrieren. Auch hinsichtlich anderer Geruchsstoffe wie Ammoniak, Fäkalgeruch und so weiter. Gibt es auch nochmal verschiedene Maßnahmen, aber wir gehen nicht auf alle ein, sondern nur auf gezielte und fangen jetzt einmal mit den Biofilter an. Ein Biofilter ist eine Maßnahme oder, sag ich mal, eine Anlage, die hier recht häufig umgesetzt wird. Es ist ja ein relativ einfaches biologisches System. Der Biofilter wird üblicherweise mit drin, wo ich Wurzelholz, Heidekraut oder Ähnlichem bestückt, was dann letztendlich als Trägermaterial für Mikroorganismen zum einen gilt und zum anderen hat es auch Adsorptions- und Absorptionskapazitäten. Sprich, also dieses Biofiltermaterial ist einmal dafür da, dass man Mikroorganismen da ansetzt. Das Material wird dann auch angeimpft, teilweise mit Phosphaten und Ähnlichem, damit sich diese Organismen dort auch halten. Sie brauchen auch eine gewisse Feuchtigkeit, also ich sag mal über 95%, damit diese Mikroorganismen dort auch wirken können oder ihre, sag ich mal, Lebensbedingungen dort haben. Das wird in der Regel mit vorgelagerten Wäschern, Befeuchtern oder mit einem Beriesungssystem in dem Filter umgesetzt. Sie brauchen eine gewisse Temperatur, um auch aktiv zu sein, um die Schadstoffe auch abbauen zu können. Ja, das ist in der Regel von 5 bis 35 Grad Celsius gegeben. Ja, also darunter wird es dann oftmals schwierig, also einen Biofilter zu betreiben. Und ja, wie man das ganze Material dann auswählt, da gibt es dann auch nochmal hinsichtlich der sagen wir Dimensionierung, gibt es die VDI 3477. Dort gibt es auch nochmal umfassende Tabellen, wonach wähle ich mein Filtermaterial aus, was sind die Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt hier einfach mal nur kurz dargestellt, dass man diese Materialien hinsichtlich Struktur, Durchströmbarkeit, Druckverluste, Oberfläche, Besiedlungsdichte, Mineralisierung, Staunässe und Standzeit auswählen kann. Da gibt es dann verschiedene Vor- und Nachteile. Es sind auch je nachdem, welche Belastung möchten wir behandeln, welche Schadstoffe haben wir, wird das Ganze denn ausgewählt. Hinsichtlich H2S muss man sagen, dass die Biofilter oftmals nicht für hohe Belastungen auch geeignet sind. Also es gibt einen H2S-Grenzwert für die normale Bemessung von 3,5 ppm oder 5 Gramm, wie ist das, 5 Milligramm pro Kubikmeter sind das. Ist man über diesen Wert, müsste man die Luft entsprechend verdünnen und diesen Biofilter auch entsprechend überdimensionieren. Ne, daher haben wir oftmals, müssen wir oftmals ziemlich große Biofilter bauen, was denn, oder beziehungsweise auch große Abluftmengen behandeln, ne, was dann auch in Sicht der Wirtschaftlichkeit ein Stück weit fragwürdig ist. Hier haben wir einfach mal ein Beispiel für den Biofilter. Das ist ein recht großes System an der Vorreinigungsstufe von einer Kläranlage aufgebaut. Haben wir damals das Material gewechselt, eine Berieselungsanlage eingebaut. Vorher waren Wäscher installiert, welcher teilweise auch Probleme gemacht hat. Und ja, so sehen die dann in der Regel aus. Der Vorteil dieser Biofilter ist natürlich, dass dieses Filtermaterial extrem günstig ist. Dieses Verfahren, das ist hier schon relativ alt. Die Verbrauchsmaterialien sind günstig zu beziehen und auch einfach zu beziehen. Und ja, es ist ein recht solides System, allerdings, wie gesagt, eher für geringere Belastungen geeignet. Dann kommen wir einmal zur Aktivkohlebehandlung. Auch das ist ein häufig eingesetztes Verfahren. Bei der Aktivkohlebehandlung reden wir über die reine Adsorption. Ne? Das heißt, Flüssigkeit oder in dem Fall der Abluftbehandlung können sich Gase oder lagern sich Gase an den Oberflächen an. Ne? Die Gase werden adsorptiv genannt und wenn sie sich anlagern, nennt man das Adsorbat. Also die Aktivkohle, bei der Aktivkohle ist es immer wichtig, dass man eine relativ hohe spezifische Oberfläche hat und über diese große Oberfläche kann sich dann auch entsprechend der Schadstoff anlagern oder entsprechend viele Schadstoffe anlagern. Was man auch oft oder was man bei der Aktivkohle berücksichtigen muss, dass es verschiedene Aktivkohlen gibt. Ja, es gibt auch imprägnierte oder dotierte Aktivkohlen. Das heißt, die werden mit bestimmten Stoffen versehen oder mit bestimmten Chemikalien versehen, damit die
Bindungskraft zu bestimmten Schadstoffen höher ist. Das heißt, es gibt dotierte Aktivkohle oder imprägnierte und dotierte Aktivkohle, die ist dann zum Beispiel mit Jod oder ähnlichen, wird dazugegeben, damit sich das H2S dort oder überwiegend H2S anlagern kann. Ne, was man bei Aktivkohle auch immer beachten muss, oder sagen wir mal bei einer Standardaktivkohle, dass diese Aktivkohle immer eine Affinität zu gewissen Stoffen zwar hat, sie kann andere Stoffe auch annehmen, kann sie aber auch wieder abwerfen. Ne, sprich, wenn sich jetzt einmal H2S anlagert, könnte es auch wieder sein, bei einer normalen Aktivkohle, dass sich das auch wieder, dass es auch wieder abgegeben werden kann, wenn zum Beispiel andere Stoffe eine hohe Affinität oder wenn die Aktivkohle eine Affinität gegenüber andere Stoffe hat. Hier haben wir auch mal eine Anlage dargestellt, die wir gebaut haben. Anlage, die wir an einem Pumpwerk errichtet haben. Das ist hier ein kleiner, nehmen wir Aktivkohlefilter. Hat ungefähr 1 Kubikmeter Füllvolumen. Da haben wir auch diese speziell dotierte Aktivkohle eingesetzt. Und hier ist nochmal ein Lüfter. Dieser Lüfter, das Ganze ist in einem Wohngebiet errichtet und dieses Pumpwerk sitzt in einem Wohngebiet. Das heißt, es gibt auch besondere Verordnungen hinsichtlich Schallschutz. Daher haben wir hier so einen Dämmstoff auch in dieser Umhausung eingebaut, damit es einfach zu keinen Geräuschbeschwerden kommen kann. Und hier sehen wir einmal, dass wir eine unterirdisch verlegte Leitung gebaut haben. Wir haben hier einmal die Abluftleitung, die das Pumpwerk ansaugt, am Pumpwerk die Abluft ansaugt. Und hier haben wir einmal die Kondensatleitung. Auch das ist immer wichtig. Es fällt immer Kondensat an. Wir haben immer eine feuchte Atmosphäre oder eine feuchte Abluft. Und diese Feuchtigkeit muss auch wieder zurückgeführt werden. Hier hinten haben wir auch noch ein H2S-Messgerät eingesetzt, um einfach zu überwachen, wann ist diese Aktivkohle beladen, wann bräuchten wir neue, wann muss neue eingesetzt werden. Das Ganze wird dann über das Leitsystem nachher als Warnmeldung ausgegeben, wenn man einen gewissen Grad an Schadstoffbelastung wieder ermittelt. Dann müsste man diese ganze Geschichte wieder austauschen und die ganze Aktivkohle einmal wieder austauschen. Hier hinten haben wir dann nochmal den Abluftkamin mit einer Deflektorhaube, damit das Ganze, die gereinigte Abluft dann wieder in die Umgebung ausgelassen werden kann. Ja, die Deflektorhaube dient auch dazu, damit kein Regenwasser hier reinlaufen kann, beziehungsweise auch die Strömungsverhältnisse noch ein Stück weit optimiert werden. Dann haben wir einmal Oxidationsanlagen. Bei den Oxidationsanlagen ist das so, dass aktivierter Sauerstoff produziert werden soll. Unter aktivierten Sauerstoff versteht man, sag ich mal, die Bildung von unter aktivierten Sauerstoff versteht man, die Bildung von Ozon oder Hydroxid oder Hydroxidradikalen, die nochmal etwas stärker auf Geruchsstoffe wirken. Ne? Also die Oxidationskraft ist einfach stärker als bei dem Sauerstoff von Ozon zum Beispiel. Und somit haben wir eine stärkere Oxidationskraft auch oder eine stärkere Reinigungskraft von Schadstoffen. Ne? Das Ganze ist auch ein recht natürlicher Prozess. Ne? Also auch bei Gewittern haben wir oftmals auch diesen Geruch oder diesen leichten Geruch nach Ozon, weil auch Ozon entsteht durch die Freisetzung von einer hohen Energiemenge bildet sich Ozon und kann entsprechend auch, in der Natur wird das Ganze um Stickoxide abgebaut zu werden und wir können das gezielt einsetzen, um auch H2S zu binden. Da kommen wir gleich nochmal auf die Wirkung drauf zu. Was man bei dieser, sag ich mal, Ozonentstehung immer beachten muss, ist auch, dass Ozon ein Gefahrstoff ist, ein Stück weit. Also auch der hat eine geringe Geruchsschwelle, es gibt relativ geringe Arbeitsplatzwerte. Und letztendlich ist es auch wie ein Nervengas. Also wenn man Ozon aufnimmt, kann das relativ schnell die Atemwege angegriffen werden. Daher ist es wichtig, dieses Ozon auch nicht irgendwo in die Umgebung freizugeben, sondern auch gezielt einzusetzen in zum Beispiel Reaktoren und so weiter. Hier rechts haben wir einmal so einen Ozongenerator. Das ist ein kleines, kompaktes Gerät, ähnlich wie so ein PC-Gehäuse sieht das aus,
wo dann Sauerstoff angezogen, Sauerstoff eingesaugt wird, mit Energie, ja, ich sag mal, beschossen wird und Ozon letztendlich entsteht, ne? Der Sauerstoff wird auch nochmal hochkonzentriert auf ja, fast 100%, damit auch der Wirkungsgrad entsprechend hoch ist. Ja, hier sind nochmal Beispiele aus der Natur. Also wir hatten bei Gewittern, es gibt in der Stratosphäre auch den Stickstoffabbau. Auch bei Wasserfällen hat man das Ganze. Und es wird auch in der ja, Abwasserwelt auch zur Desinfektion eingesetzt. Gerade bei der Wasseraufbereitung in der vierten Reinigungsstufe wird viel damit zurzeit noch probiert. So, hier haben wir einfach mal, hier haben wir mal so eine Anlage dargestellt, die wir letztes Jahr errichtet haben. Wir haben hier einmal ein Rechengebäude. Ne, da haben wir den Zulauf gekapselt, das Zulaufgerinne gekapselt und da wird dann die H2S-belastete Abluft abgezogen. Es kommt hier über dieses Zulauftrohr rein. Wir haben in der ersten Stufe einen Reaktor. In diesen Reaktor wird diese Abluft dann wird dann Ozon dazugegeben. Ne? Hier ist dann kurz vorher die Dosierstelle. Der Ozongenerator in dem Fall ist hier in unserem Schaltschrank integriert. Und ja, mit diesen Ozonen, mit dem Ozon oder in dieser ja, Reaktorstufe wird dann die Grundbelastung abgebaut. Sprich, wir haben ja verschiedene, wir haben ja immer unterschiedliche Spitzen drin, aber halt auch eine Grundbelastung. Diese Grundbelastung können wir abbauen und diese Spitzen, die dann noch da sind, werden letztendlich in der zweiten Stufe, hier jetzt mit Aktivkohle, also es ist quasi ein Verbundverfahren, werden dann diese Spitzen abgebaut, ne, sodass dann hier hinten im Kamin ja, die gereinigte Abluft abgegeben werden kann. Hier haben wir nochmal den Schaltschrank dargestellt, also hier nochmal der Ozongenerator. Haben hier nochmal Nummer 3 den Frequenzumrichter, um auch den Lüfter ansteuern zu können. Der Ozongenerator, wir haben ja gesehen, dass es immer eine gewisse Sicherheit geben muss. Deswegen gibt es hier auch einen Ozonsensor, der auch dafür sorgt, wenn man mal Undichtigkeiten und so weiter hat, dass das Ozon nicht im Schaltschrank austreten kann oder jedenfalls nicht allzu lange, weil Ozon, wie gesagt, ist sehr reaktiv und kann auch, sag ich mal, die ganzen Steuerelemente, die ganzen, ja, die SPS, Stromversorgung, Sicherungen angreifen, sodass man dann komplett Schaden haben könnte. Ne? Dazu sorgt denn dieser Ozonsensor, dass dieses Gerät zur Not oder im Fall oder bei einer Betriebsstörung auch ausgeschaltet werden kann über die Steuerung. Hier mal einmal dargestellt, wie das drin aussieht in dem Rechengebäude. Wir hatten damals einmal den Fall, dass wir das Gerinne absaugen wollten und zum anderen auch, sag ich mal, die Rechenluft oder die Luft im Rechengebäude, die Raumluft und haben dann, sag ich mal, zwei Verfahren eingesetzt oder beziehungsweise zwei Abluftabsaugungen eingesetzt. Einmal wird die Rechenluft, die ja nicht mehr belastet ist, einfach frei rausgegeben. Auf der anderen Seite wird die belastete Abluft wurde gekapselt und durch die Abluftreinigungsanlage geschickt. Das hat dann halt den Vorteil, dass man keine extrem große oder überdimensionierte Anlage errichten muss, sondern einfach nur einmal eine kompakte Anlage hat für die belastete Abluft und die unbelastete Abluft frei herausführen kann aus dem Gebäude. So viel einmal dann zu der Theorie. Das Ganze kann man auch Dafür, für das Ganze haben wir auch mobile Testanlagen, die haben wir immer mal errichtet, auch um die Wirkungsweise festzustellen, ja, auch um Überzeugungsarbeit mal zum Teil zu leisten, dass das Ganze auch funktioniert. Haben wir einmal so einen Anhänger errichtet. Wir haben auch wieder hier links verschiedene, oder wir haben hier links die Steuerung und Ozongeneratoren dran. Wir haben die Reaktorstufe und eine Aktivkohlestufe. Das Ganze war jetzt hier für, ja, die Anlagenkapazität ist für 500 Kubikmeter pro Stunde Luftreinigung ausgelegt. Und das haben wir schon an verschiedenen Stellen eingesetzt. Wir hatten Tests in Hamburg und Berlin zum Beispiel, jeweils an einem Pumpwerk, wo wir das Ganze mal kurz installiert oder wo wir das Ganze installiert haben. Und hier sehen wir auch einmal die Ergebnisse, was dieser Test gebracht hat. Wir haben jetzt hier mal recht geringe Abluftmengen behandelt in dem einen Fall. Das ist jetzt in Hamburg. Hier haben wir dann in einer Woche mal stufenweise die Ozonzugabe erhöht, ne, von 20 bis 100%. Und man sieht schon, wir haben hier einmal im Grünen die Rohgasbelastung.
die schon, sag ich mal, mittel bei 70 bis 80 ppm liegt. Und in ja, Gelb oder Orange die Menge, die wir das durch das Ozon abbauen konnten. Ne? Man sieht schon, dass wir mit jeder Erhöhung auch immer eine größere Abweichung von Rohgas zur teilbehandelten Abluft haben. Bis hin, ja, zu diesem Punkt konnten wir dann irgendwo, sag ich mal, die Emissionen schon um, ich sag mal, 80% reduzieren, sodass der Rest dann über die Aktivkohlestufe behandelt werden konnte. Ja, die Aktivkohlestufe oder, sag ich mal, das gereinigte Abgas sieht man hier unten in schwarz, die Kurve, die fällt im ersten Moment gar nicht auf. Also wir hatten nahezu keine Belastung nachher im Auslass. Der Vorteil an diesem Verfahren ist es einfach, dass man die Standzeit der Aktivkohle sehr hoch halten kann. Sprich, bei diesen Belastungen würde die Aktivkohle vielleicht nur ein Jahr halten. Durch die Ozonzugabe würde sie am Ende, sag ich mal, bis zu drei bis fünf Jahre halten können. In diesem Verfahren. Der Vorteil an den Ozon ist auch noch, dass auch noch andere Geruchsstoffe abgebaut werden, also nicht nur H2S, sondern auch andere langkettige oder sag ich mal schwer oxidierbare Stoffe werden dadurch auch eliminiert. Dann gibt es noch zu sagen, es gibt auch alternative Maßnahmen, also das sind jetzt so ein paar, das waren ja jetzt alles so Behandlungsmöglichkeiten, wie man die Abluft behandeln kann, aber es ist nicht immer notwendig, zum Beispiel haben auch besonders an kleinen Pumpwerken, ist es nicht immer notwendig, eine große Anlage zu errichten, sondern manchmal reichen einfach kleine Maßnahmen, wie zum Beispiel Einsatz von Geruchsdämpfungspatronen in B- und F-Lüftungsleitungen von den Pumpwerken, ne, dass man einfach so eine, sag mal, Kartusche einsetzt, zum Beispiel mit Aktivkohle befüllt oder anderem Material, was Adsorptionskapazitäten hat, was schon verhindern kann, dass man keine Geruchsprobleme in der Umgebung hat. Oder man kann auch, sag ich mal, eine passive Abluftabführung installieren. Und zwar, das sehen wir hier in diesem Bild, da haben wir einen Abluftkamin, womit das Ganze in die Umgebung abgegeben werden kann. Ne? Auch wenn man Belastung hat, können die sich hier oben auch verstreuen und man hat keine großen Probleme oder keine Großbeschwerden mehr. Das ist der reine Verdünnungseffekt, ne, der dann da eintritt. Also jetzt bei dieser Behandlung da unten oder passiven Abluft. Genau, also bei sehr hohen Emissionen ist das jetzt nicht geeignet, aber hat man, sag ich mal, kleine Geruchsstörungen, ich sag mal 5 ppm oder so, kann man sowas errichten. Ne? Dann hat man halt diesen einen Verdünnungseffekt. Und auch wenn man, sag ich mal, diese Schadstoffe da oben hat, breiten die sich so schnell aus, dass man das Ganze nicht mehr wahrnehmen kann in diesem Fall. Ne? Auch könnte man hier in der Mitte zum Beispiel auch noch eine Aktivkohlekartusche oder sowas in der Art, könnte man auch noch einsetzen. In dem Fall. Aber so gewährleistet man halt auch die B- und Entlüftung des Pumpwerks. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn man sich so einen Abluftkamin, so einen passiven Abluftkamin hinsetzt, dort direkt mit so einer Kartusche da unten zu arbeiten. Kannst du ja vielleicht mal einen Pfeil darüber scrollen, Tobias? Um dann vielleicht im zweiten Step, wenn der erste Step nichts bringt, hier vielleicht nochmal eine Aktivkohlekartusche einzusetzen, die dann wiederum, ja, ich sag mal, Adsorptionsfläche bietet, wo sich die Schwefelwasserstoffmoleküle anlagern können. Die muss man dann allerdings, das Verbrauchsmaterial, die muss man in regelmäßigen Abständen dann auch wechseln. Genau. Da kommt es dann je nach der Belastung drauf an, wie schnell oder wie häufig ich die wechseln muss. Aber das ist dann ein ganz gutes Mittel, um Step by Step vorzugehen. Man hat nicht sofort die Endlösung. Es kommt immer ganz darauf an, wie links und rechts die Bürger eingestellt sind. Wenn das sehr dramatisch ist, dann würde ich da doch schon, ich sag mal, planerisch herangehen. So eine Lösung ist dann mehr oder weniger, wie soll man sagen, Step by Step, so pragmatisch herangehensweise. Gut. Das sind erstmal zu den, ja, sag ich mal, Möglichkeiten, die wir haben oder die Möglichkeiten oder die Verfahren, die in der Regel eingesetzt werden. Die Frage, die sich oftmals stellt, welche Herangehensweise ist die richtige? Und hier haben wir einfach mal, ja, sag ich mal, unsere Herangehensweise vorgestellt oder stellen wir jetzt mal unsere Herangehensweise vor, wie wir denn hingehen von der Planung einer Abluftbehandlungsanlage bis hin zum Bau. Und zwar wäre zunächst die Ermittlung der Ausgangslage und die Zielstellung. Das heißt, welche Probleme haben wir oder was sind die Probleme? Wie sollen sie gelöst werden? Sprich, welche Belastungen müssen wir abbauen, welche müssen wir abbauen, was ist das Ziel, also wir haben ja auch Arbeitsschutz, wir haben Bauwerkschutz, Betriebssicherheit, also es gibt verschiedene Ziele, die recht unterschiedlich auch definiert werden können
Und die gilt es erstmal herauszufinden. Das Ganze macht man dann über eine Aufnahme des Ist-Zustands zur Grundlagenermittlung. Das heißt, dass man dann in der Regel Messgeräte zum Beispiel einsetzt. Oder teilweise macht man auch Berechnungen in unserer Sophie-Bilanz, wie viel Sophie kommt an, wie viel kann dabei ausgasen. Und ja, zur Grundlagenermittlung, wo kann diese Anlage stehen, wo macht sie Sinn oder ja, wo würde sie keinen Sinn machen. Und im dritten Schritt kann man dann ja, verschiedene Komponenten testen. Also man kann schauen, macht jetzt der Biofilter Sinn bei diesen Belastungen, macht eine Aktivkohleeinheit Sinn, machen wir vielleicht einen Test mit dieser Anlage, um zu schauen, wie gut sie wirkt, ob sie funktioniert. Und ja, danach legt man dann diese Abluftanlage aufgrund dieser Datenermittlungen oder infolge dieser Tests, legt man dann die Abluftanlage aus und baut sie entsprechend. Also in der Regel empfehlen wir da auch eine richtige Planung zu nehmen, also auch ein Leistungsverzeichnis zu erstellen mit verschiedenen Zeichnungen und so weiter. Ja, und im letzten Schritt, wenn die Anlage gebaut ist, ist es auch nochmal wichtig, Wartung und Betrieb genau zu definieren. So, zumeist kommt die Frage, welche Abluftmenge behandelt werden muss. Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Und zwar hört man oftmals, die Abluftmenge wird über die Raumluft bemessen. Das ist bei Abwasseranlagen oder gerade bei Anlagen, wo auch Personal unterwegs ist oder wo sich Personal bewegt. Mindestens ein sechsfacher Raumluft, stündlicher Luftaustausch ist erforderlich. Das heißt, oftmals wird dann die Größe des Bauwerks genommen, das Volumen, das Ganze, das Volumen mal 6 genommen und das ist die stündliche Menge, die bereinigt werden muss. Das Problem an diesem Ansatz ist oftmals, dass man sehr große Luftmengen hat und entsprechend große Abluftanlagen auch dimensionieren muss. Ne? Für die entsprechend große Abluft muss man dann auch entsprechende Filterkörper oder ähnliches aufbauen, was oftmals nicht zielführend ist oder auch zu sehr hohen ja, Investitions-, aber auch vor allem Betriebskosten führt. Daher ist von uns oftmals ein Ansatz, über das verdrängte Abluftvolumen zu kommen. Das heißt, wir schauen, wie viel Abwasser kann maximal ankommen. Das geht über die maximale Zulaufmenge, Pumpenleistung oder etc. Wie viel kann da ankommen? Und genau das ist die Menge, die wir absaugen müssten. Nachteil, oder ja, ich habe es als Nachteil beschrieben hier, diesen Bereich müsste man am besten kapseln. Ne? Wenn man jetzt ein offenes Gerinne hat, sollte man auch nur über diesen Gerinne die Absaugung vorsehen. So wie wir es in diesem einen Beispiel oben gerade hatten, in dem Rechengebäude. Und kann diese Menge dann gezielt reinigen. Ne? Braucht dann entsprechend auch eine kleine Anlage, einen kleineren Lüfter. Ne? Kleinerer Lüfter bedeutet dann auch eine geringere. Ein geringerer Stromverbrauch, also da sprechen wir schon über deutlich geringere Stromverbräuche. Und ja, man kann dann halt auch für die Raumluft alternative Maßnahmen berücksichtigen. Oder man geht halt über so einen Testversuch, dass man über dass man einen messwertgestützten Test durchführt. Sprich, man misst in der Umgebung die Schadstoffbelastung in der Umgebung, man misst die Schadstoffbelastung, die man reinigt und geht auch mit der Abluftmenge so weit hoch, dass man irgendwo den optimalen Punkt gefunden hat, dass man sagt, okay, das ist die Menge, daraufhin möchten wir unsere Anlage auslegen. So, dann kommen wir noch zu dem Punkt, was bei der Planung noch weiterhin zu beachten ist. Sprich, wir haben jetzt einmal das Verfahren, wir wissen, welche Abluftmengen wir behandeln werden muss. Wie legen wir jetzt diese Anlage aus? Wir brauchen einmal das Lüftungskonzept im Detail. Das heißt, welche Belastungen möchten wir reduzieren? Welche Abluftmengen haben wir entnommen? Gibt es vielleicht nochmal besondere Gegebenheiten, zum Beispiel Schallschutz einzuhalten oder ähnliches? Oder befinden wir uns in einer Ex-Zone? Welche Risiken bestehen und wie können die vermieden werden? Da gehen wir dann wieder hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung, ne? Zum Beispiel mit Ozongeneratoren. Was muss quasi letztendlich auch die Steuerung über die Steuerung gewährleistet werden können. Und ja, was sind jetzt, sag ich mal, im Vergleich zur vorherigen Situation die Änderungen an den ganzen Systemen?
Es ist wichtig, die Druckverluste für die Lüfter, also für die Lüfterdimensionierung, ist es wichtig, die Druckverluste zu kennen, einmal Rohrleitungsverluste und auch die Filterverluste. Das ist eigentlich bei allen Verfahren gleich. Filterverluste muss man immer noch berücksichtigen, dass sie sich über die Zeit auch, ansteigen. Ne? Bei Biofiltern ist es ja so, dass sie sich irgendwann zersetzen, beziehungsweise versanden, dadurch steigen auch die Druckverluste. Das Ganze muss man immer ein Stück weit mit einrechnen. Oder auch durch Anlagerung von Feuchtigkeiten, von ja, Aerosolen, von Staub und so weiter, hat man auch über die Zeit höhere Druckverluste, ne? Sodass man seinen Lüfter immer ein Stück weit überdimensionieren muss. Also, Wichtig ist auch, was würdest du da empfehlen? Zu wie viel Prozent würdest du das noch ein bisschen überdimensionieren? so Pi mal Daumen würde ich sagen, 20% 20%, würde ich okay. immer noch drauflegen. Ja. Das Material tauscht man je nachdem, tauscht man ja auch wieder relativ schnell aus. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man es angeht, aber so 20% sollte man schon Sicherheit einberechnen. Letztendlich. Okay. Genau, bei der Lüfterauswahl ist auch noch darauf zu achten, welches Material der Lüfter hat. Also es gibt ja verschiedene Ventilatoren aus Kunststoff, es gibt Ventilatoren aus Edelstahl oder sonstiges. Da muss man dann schauen, wenn man jetzt überwiegend H2S reinigt, dass man auch auf Korrosionsschutz achtet bei der Lüfterwahl, ne? Und nicht, dass er, sag ich mal, regelmäßig dann auch ausgetauscht werden muss, ne? So Lüfter halten locker 5 bis 10 Jahre. Wenn nicht sogar länger. Man muss berücksichtigen oder man muss wissen, welche Standzeiten man haben möchte. Also da kann man auch ein Stück weit drauf einwirken, dass man sagt, ich möchte meine Aktivkohle oder mein Biofilter-Material vielleicht nur einmal im Jahr tauschen oder alle 5 Jahre. Entsprechend groß kann man dann auch die Adsorber oder Filter dimensionieren. Es ist sinnvoll, ja, gerade bei komplexeren Anlagen, ein Messsteuerung und Regelungskonzept zu erstellen, quasi ein Lastenheft darzulegen, auch an das sich der Anlagenhersteller halten kann, ja, damit es dann auch keine, sag ich mal, Probleme nachher gibt, beziehungsweise dass das Ganze vorher schon klar definiert ist, wie so ein Konzept, dieses Konzept umgesetzt werden soll. Dann gibt es noch zu sagen, dass die Wartung durch den Anlagensteller meistens zu empfehlen ist. Das ist ja nicht nur bei Abluftanlagen der Fall, sondern generell im Anlagenbau der Fall. Hinsichtlich Maschinenrichtlinie auch gibt es ja auch die Verlängerung dann der Gewährleistung um weitere 2 Jahre. Da hat man einfach als Betreiber dann die Sicherheit auch, dass man, sage ich mal, zumindest für 4 Jahre eine funktionierende Anlage hat. Und ja, schon angesprochen, haben wir gegebenenfalls separate Raumluftkonzepte vorzusehen, also dass man wirklich Abluftbehandlung und Raumluftbehandlung separat durchführt. So, soweit erstmal zu dem Webinar. Ich möchte mich dann nochmal ganz herzlich im Namen auch meiner ganzen Kollegen und Vorgesetzten bedanken für die Unterstützung, für die Teilnahme. Und ja, falls noch Fragen sind, können die gerne gestellt werden. Ansonsten war es das erstmal für heute. Also ich hätte noch zwei, drei Fragen, Tobias. Ja. Mal gucken, ob noch jemand anderes Fragen hat. Hat noch jemand anderes Fragen? Sonst fange ich einfach mal an. Du hattest ja auch vorhin erzählt über den Biofilter. In der Regel sieht man ja Biofilter, wenn man die auf Kläranlagen oder vielleicht auch an Pumpwerken sieht. Also insbesondere auf Kläranlagen ist es so, dass davor Wäscher sind. Ja. Also meine Frage, inwieweit würdest du die mit berücksichtigen? Wann würdest du einen Wäscher einsetzen vor einem Biofilter und wann würdest du ihn eher weglassen? Oder würdest du sagen, okay, Biofilter, das ist vielleicht Stand der Technik aus den 90ern, das würdest du jetzt zukünftig vielleicht nicht mehr empfehlen? Also wie würdest du da herangehen? Es kommt immer darauf an, also die Wäscher haben ja auch quasi eine gewisse Reinigungsleistung. Also die werden eingesetzt, wenn man zum Beispiel recht hohe Schadstoffbelastung hat in der Abluft. Dann würde ich schon einen Wäscher vorsehen. Allerdings ist die Frage immer, wie viel bewirkt er? Ja, das ist relativ schwierig, das vorher, sag ich mal, auch auszurechnen. Aber sag mal, bei hohen Belastungen, wenn ich einen Biofilter einsetzen möchte, habe aber sehr hohe Belastung und möchte den Biofilter nicht extrem überdimensionieren, würde ich einen Wäscher einsetzen.
Ansonsten im Normalfall reicht eine Befeuchtung aus. Also entweder auch vorgeschaltet oder über so eine Berieselungsanlage im Filter selbst. Okay. Ja. Gut. Du hattest noch Fragen? Mehr würde ich denn erstmal nicht stellen. Das wäre so die erste Frage, die ich gehabt hätte. Wie wartungsaufwendig sind so eine Abluftanlagen? Also vielleicht könntest du das mal klassifizieren. Also ich sag mal, wie wartungsaufwendig ist jetzt zum Beispiel so ein Biofilter im Vergleich zum einfachen Adsorber? Dass man vielleicht nochmal kurz da sagt, okay, was sind die Stärken und Schwächen? Weil ich finde das schon, also ich persönlich finde, Biofilter haben die Stärke, dass sie wahrscheinlich wartungsärmer sind. Wenn das Problem ist da nur, dass man sagen muss, das ist sehr aufwendig. Also sind der Betrieb, wenn man den ordentlich durchführt, ist aufwendiger mit der Befeuchtung, dass die zum Beispiel die Schwefelwasserstoffbelastung, wenn ich die habe, nicht zu groß sein dürfen. Die dürfen ja, glaube ich, maximal wie viel? 3 ppm sein? Oder wie hoch? 1,5 ppm, wenn sie normal dimensioniert sind, ja. Genau, wenn sie normal dimensioniert sind, dass man da sagt, okay, wo liegen die Vor- und Nachteile des einen oder anderen Systems? Bei dem Biofilter ist es richtig, also der ist schwerer zu betreiben auch, ne? Also ist Biofilter, bei den Biofiltern ist es vorteilhaft oder in der Regel müsste man auch immer, sag ich mal, eine konstante Abluftmenge haben oder eine bestimmte oder eine konstante Abluft- oder Schadstoffbelastung. Biofilter kommen mit diesen Schwankenbelastungen auch schwer klar. Sag ich mal, bei geringen Belastungen kann man diesen Biofilter gut betreiben. Schwierig ist auch immer die Temperaturen zu halten, gerade im Winter, also so offene Biofilter zum Beispiel, die dann im Winter betrieben werden. Das ist einfach ziemlich schwierig, dass die da am Ende auch funktionieren. Okay, also Biofilter, das heißt, müssen sehr, sehr homogen betrieben werden, sagst du. Genau. Und das ist vielleicht nicht mehr so jetzt Status quo in der Abwasserwirtschaft. Ich würde sagen, es geht immer weiter davon weg, ne? Also eigentlich ist es ja ein recht einfaches und oftmals auch das günstigste System, ne? Es funktioniert ja auch. Allerdings, ja, der Materialaustausch, also diese Biofilter sind immer relativ groß. Der Materialaustausch ist recht aufwendig und ja, oftmals sind die Betreiber oder haben die Betreiber auch nicht die Zeit, diese Biofilter so zu errichten, beziehungsweise man sieht auch oftmals gar nicht, was unten passiert, ne? Also die Versandung passiert meistens von unten aus hin und man sieht oftmals gar nicht, dass dieser Biofilter vielleicht schon tot ist. Ja, also da müsste man könnte gewisse Maßnahmen vorsehen, ne, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Art Druckbehälter oder so ein Behältnis hat, sag ich mal, so eine Art Misch- und Ausgleichsbehälter oder sowas vorsieht, aber das macht kein Mensch. Um den sehr recht homogen auch mit der Abluft zu füttern. Oder man könnte auch zum Beispiel vielleicht auch so eine Art, sag ich mal, Rüttelplatte unter dem Filter einsetzen, ne? Dass auch immer dieses versandere Material unten rausfahren könnte. Aber das ist extrem aufwendig. Mhm. Bei den Aktivkohle oder bei diesen Aktivkohleadsorbern ist oftmals der Vorteil, dass kleine Mengen schon ausreichen, also in der Regel für so ein Pumpwerk. Wie wir es oben gesehen haben, reicht ein Kubikmeter aus und der kann auch, je nach Belastung, auch mehrere Jahre halten. Das heißt, man muss dann vielleicht ein bis fünf Jahre muss man dann mal hin und diesen Kubikmeter austauschen. Ne? Das Material ist natürlich teuer, teurer als auch das Biofiltermaterial. Aber ja, hat dann da geringeren Aufwand. Mit dieser Oxidationsanlage ist natürlich wieder ein bisschen spezieller. Man hat den Ozongenerator, der häufig gewartet werden muss, ne, wo verschiedene Teile auch ausgetauscht werden muss, damit er auch die Kapazität weiterhin bringen kann, ne, auch die Ozonmenge dosieren kann. Wir hatten den Schaltschrank gesehen, also allein die Steuerung und Regelung ist sehr komplex. Dass man da einfach auch mehr, da hat man auch mehr Gefahren, beziehungsweise auch, muss auch mehr Aufwand reinstecken, das ganze System am Laufen zu halten. Okay, gut. Das wären dann erstmal so meine Fragen. Sind noch andere Fragen aufgekommen? Ja, da sind wir soweit erstmal durch. Vielen Dank, Tobi. Und viel Spaß beim weiteren Betrieb der Anlagen. Ciao. Oh, vielen Dank. Danke dir, Tobias.